Gut, dann aber erstmal zu Gernot, wer dich noch nicht kennt. Was machst du so? Was kennen wir vielleicht schon von dir? Ja, ich bin Gernot, hallo. Ich programmiere iPhones, eigentlich seit es die gibt. Vorher habe ich ein bisschen was mit Mac gemacht. Und ich habe in Berlin eine kleine Agentur gegründet gehabt. Next Big Thing heißt die. Wir haben für unterschiedliche Firmen Apps gebaut. Unter anderem die Soundcloud-App haben wir lange Zeit gebaut. Oder die Arte-Mediathek ist von uns. Oder Digital Concert Hall der Berliner Philharmoniker. Solche Sachen, kleine Projekte, große Projekte, aber sehr viel Agenturgeschichten. Und dann haben wir irgendwann aus dem Anlass, dass so die Hälfte unserer Firma beschlossen hat, bei Facebook anzufangen, gedacht, okay, wir teilen das jetzt auf und Toto macht die Agentur weiter und ich baue eigene Apps. Und diese eigene App, an der ich rumbaue, hat viel mit HomeKit zu tun und deswegen bin ich hier. Genau. Das mit dem HomeKit hat jetzt eine ganze Weile gedauert. Ich weiß gar nicht, wann sie es angekündigt haben, aber das ist schon eine ganze Weile her, dass Apple gesagt hat, hey, wir machen jetzt auch in Smart Home, oder? Ja, das ist, glaube ich, 3 Jahre oder sowas her, 2015, denke ich mal. Und dann ist es halt sehr, sehr, sehr langsam angefangen, weil Apple extrem ambitionierte Ideen hatte darüber. Und wie Apple ganz gerne mal so ist, halt einfach auch die Realität ein bisschen ignoriert hat. Das heißt, die ganzen Kryptografie-Anforderungen und andere Dinge, die sich im Protokoll ausgedacht haben, hat halt die Chips der damaligen Zeit überfordert und auf jeden Fall die Entwickler überfordert, die in solchen Smart-Home-Buden sitzen, die halt bisher Security und Authentifikation und andere Dinge einmal komplett ignoriert hatten. Und deswegen hat es ein paar Jahre gedauert, bis dann die entsprechende Hardware tatsächlich am Start war und bis die Leute die Sachen so gebaut haben, wie Apple sie denn gerne hätte. Langsam geht's los. Es geht jetzt langsam los, aber woher kam, also die, wenn du so bisher so ein Smart Home Zeug dir angeschaut hast, was du irgendwie vom Busch Jäger bekommen konntest, Philipp hat sich ja das Häuschen gebaut, das war ja, es gibt ja andere ältere Systeme, die man sich so in ein Haus irgendwie vom Elektriker reinklemmen lässt. Philipp, was hast du dir angeschaut für dein... Nix, weil zu teuer. War zu teuer, ich habe es mal grob angeguckt, irgendwie dieses KNX. Das war dann alles absurd teuer, aber das Hauptargument war damals eigentlich, dass die Schalterprogramme absurd hässlich waren. Und dann ist es raus. Du hättest doch auf KNX beliebige Schalter draufstecken können. Ja, aber du kannst da ja auch diese extra dafür gedachten Schalter nehmen, wo du dann halt in einem Schalter so dreifach unterteilt, das sind drei Zellen übereinander und so eine komische Schraube links und rechts und es sieht alles dämlich aus und dann, das hat mich abgeschreckt. Ich habe mich halt nicht tiefer damit befasst, vielleicht hätte ich dann auch rausgefunden, dass ich die normalen auch nehmen kann, aber ich habe halt nur die gesehen und dann dachte ich mir, und dann habe ich den Preis gesehen. Du kannst die normalen. Also das ist der große Vorteil von KNX gegenüber den anderen. KNX hat knapp 500 Hersteller drin. Und also gerade Hersteller wie Busch Jäger und so weiter, die verstehen es tatsächlich, hübsche Schalter zu machen. Die kosten ein Schweinegeld, aber die gibt's in 100 verschiedenen Arten und Formen und Farben und die gibt's in schön. Was bei KNX wirklich, wirklich hässlich ist, sind die sogenannten Visualisierungen, so nennen die das. Das ist alles, was mit dem Bildschirm zu tun hat. Und das ist absurd teuer, also noch mehr absurd teurer als der KNX-Kram sowieso. Und so ein bisschen auf dem Niveau von so einem alten Bahnautomaten hängen geblieben. Also nicht die neuen, also die jetzt ein bisschen besser sind als die alten, sondern so ungefähr das, wo man noch so eine komische Wabenfolie oben drüber hatte, die so einen Mauscursor 5 cm von deinem Finger entfernt aufs Display zauberte. Das gibt's für 3.000 Euro von Busch Jäger, wird auch noch verkauft. Läuft irgendwie Windows CE drauf, auch heute noch. Hat einen Lüfter drin, ist 7 cm dick. Kannst dein Geld auch verbrennen, kommt aufs Gleiche raus. Kriege ich nicht mehr in meine Wand rein. Aber sie haben doch Schnittstellen, wo du jetzt sagen kannst, ich rede mit diesem KNX-System und da wird es doch sicher auch was geben, was mit dieser Schnittstelle redet, was da nicht aussieht wie Hund, oder? Nein, also das gibt's im Moment, also das ist so etwas, was so langsam kommt. KNX ist ein Standard tatsächlich, der ziemlich gut spezifiziert ist.
Und dadurch gibt es eine ganze Menge Hin- und Her-Kompatibilität und das geht. Aber die Visualisierungen, die im Moment am Start sind, sind alle nicht gut. Also ich war jetzt Anfang des Jahres, ist in Frankfurt die Light and Building, das ist so die Fachmesse für Gebäude und Lichtgeschichten. Das gesamte Frankfurter Messegelände voll mit Zeug. Und war ganz interessant zu sehen, weil die machen von der Hardware eigentlich alle genau das richtige Zeug, aber was auf den Bildschirmen stattfindet, ist 1998 und da ist dann nur Ende der Fahnenstange. Also es ist das iPhone-Zeitalter haben die kaum erreicht. Ich habe letztes Jahr auf der IFA, hat mir der Kollege bei Busch Jäger gezeigt, dass sie halt jetzt so Integration haben, dass du jetzt irgendwie eine Lampe schalten kannst, wenn deine Siemens-Spülmaschine fertig ist oder sowas. Aber das ist auch alles so ein bisschen, du musst schon genau diese passenden Teile haben, die alle irgendwie das Doppelte von einem normalen Preis kosten. Ja, Busch Jäger hat festgestellt, also Busch Jäger hängt ja mit ABB zusammen und ABB hat ja irgendwie KNX erfunden und das ist irgendwie ein komisches Konsortium. Und die haben festgestellt, dass im Privatbereich seit 3-4 Jahren keiner mehr KNX kauft. Und deswegen haben die so eine Art abgespecktes Protokoll davon rausgebracht namens Busch Jäger at Home. Da kostet alles nur noch die Hälfte von KNX. Das ist aber immer noch das Dreifache von dem, was man eigentlich dafür bezahlen sollte. Also der Busch Jäger-Typ auf der IFA hat mir letztes Jahr sehr, sehr stolz erzählt, dass er seine Heizung, der hat irgendwie 5 Heizungen, dass der die für knapp unter 3.000 Euro vernetzt hat. Wow. Das ist ja nicht so schlecht, ne? Klar. Also andererseits habe ich dieses Jahr auf der IFA von einem Smart-Home-Hersteller gehört, dass die Leute, die sich jetzt so langsam in dieses, also die Kunden, die sich so langsam in dieses Gebiet reinbegeben, die wollen ja nicht 3.000 Euro zahlen. Deswegen hat diese Firma zum Beispiel jetzt eine Glühbirne, wo jede Glühbirne halt nur irgendwie $80 kostet. Und es wäre okay, weil dann kauft sich halt jemand eine Glühbirne und steckt die in seine Lampe und dann kann er diese eine Glühbirne halt für $80 mit dieser einen App irgendwie steuern und der findet das dann cool. Und die machen auch ein Heidengeld damit, weil sie halt diesen Markt von Leuten, die jetzt einmal $80 für eine Glühbirne ausgeben wollen und für die zweite Glühbirne dann nochmal $80, den frühstücken sie ab. Aber das ist ja immer noch kein geiles System, weil du wirst nicht dein ganzes Haus mit $80 Glühbirnen ausstatten wollen. Weiß ich nicht. Leute. Sicher Leute, weil wenn du dir anschaust, wie viel eine vernünftige Lampe kostet, in du dir diese Glühbirne reinschraubst, wenn du dir eine 300 Euro Lampe reinschraubst, dann kannst du auch eine 80 Euro Glühbirne reintun. Du meinst sowas wie bei dir hinten an der Wand hängt? Das ist eine 10 Euro Lampenfassung mit einer 80 Euro Glühbirne. Das hier oben ist eine etwas teurere Lampe, die aber es ist auch ein 60er-Design-Klassiker. Hast du eine Steckdose an der Decke? Ja. Wow. Also, wir haben schon mal drüber gesprochen, das ist in Finnland Standard. Ah, okay. Da ist eine Steckdosenfassung gewesen. Ich habe gedacht, so, naja, wenn man da auch eine Steckdose reintun kann, dann tue ich auch eine Steckdose rein. Das ist sowieso das Beste. Dadurch kann ich die Lampe nämlich austauschen. Ja, natürlich. Man braucht auch in den Decken Steckdosen. Ich hatte sowas als Kind früher, weil ich hatte ein Hochbett und mein Vater hat sich dann gesagt, ja, ich muss ja eh irgendwie Strom in der Decke verlegen, weil der muss ja da runter. Dann können wir dazwischen dann auch eine Steckdose machen. Das heißt, ich hatte über meinem Bett hatte ich eine Steckdose, wo ich halt Kram anstecken. Das war schon gut. Also ich hab hier Silvester gefeiert, dann habe ich da oben eine Disco-Kugel eingehängt. Das war cool. Okay. Ja. Touché. So, aber was vielleicht ein Ziel sein könnte, ist halt nicht, dass du für jede einzelne Komponente so unglaublich viel ausgibst und dass du auch nicht dich bei so einem einzelnen Hersteller einsperren lässt. Ja, also vielleicht ist das so ein Ansatzpunkt, wo HomeKit reinkommt und wo sie sagen können, okay, wir können viele Hersteller irgendwie mitspielen in ganz vielen verschiedenen Kategorien von Smart Home Sensoren und Aktoren. Aber wie spielen die dann zusammen? Da gibt es ja auch noch andere, so Zigbee und Funklösungen und hin und her und Sachen, die über die Stromleitung funktionieren. Wo passt denn da HomeKit rein? Also HomeKit ist ein bisschen einerseits ein Metaprotokoll und andererseits ein Protokoll, was die Geräte direkt sprechen können. Fangen wir mal an bei so Systemen wie Zigbee, weil das ist das populärste. Und Zigbee ist ein System, wo sich die Geräte direkt miteinander vernetzen.
Das heißt, es gibt zwar bei Zigbee auch einen Hub, wenn du ihn willst, aber man kann sich bei IKEA eine Glühbirne kaufen und so ein Fernbedienungsschnupsi. Und wenn ich den jetzt hier in der Luft drehe, dann geht das gerade bei mir im Schlafzimmer das Licht an und aus. Und man kriegt diesen Fernbedienungsschnupsi und die Glühbirne irgendwie für zusammen 18 Euro. Und wenn man sich die kauft, dann ist die erstmal mit gar nichts vernetzt. Aber diese beiden Dinger sind untereinander vernetzt. Man nimmt den aus der Packung raus, schraubt die Glühbirne ein und der Schalter schaltet die Glühbirne und fertig. Und dann kann man da noch irgendwelche anderen Dinge machen. Bei IKEA gibt es diese krasse Bindung zwischen den Schaltern und der Lampe, was so ein bisschen unglücklich gelöst ist, finde ich. Bei Philips ist es aber ein ähnliches System. Und da kann man es ein bisschen flexibler machen. Also bei mir im Badezimmer gibt es einen Bewegungssensor und eine Fernbedienung und die schalten beide dieselbe Lampe ein und aus. Und die machen das direkt. Da kann bei mir das Internet kaputt sein, da kann alles passieren außer Stromausfall. Und die würden das trotzdem noch schalten und es funktioniert extrem zuverlässig und extrem schnell. Was irgendwie ja schon eine attraktive Sache ist, wenn ich es halt so vergleiche mit anderen Lösungen, wo du halt drüber nachdenkst, du drückst einen Schalter. Das geht zu einem Server, der vermutlich bei AWS irgendwie Nordamerika steht. Und dieses Ding sagt dann wiederum meiner Lampe zu Hause, geh mal an. Genau. Das ist ein bisschen bescheuert, aber ja, warum? Das ist aber im Prinzip der Status quo. Das ist jetzt das andere Extrem dieses Pendels. Also wir haben über KNX und solche Systeme geredet. Das ist die eine Sorte der Heimvernetzung, die es vorher gab. Und die andere Sorte der Heimvernetzung ist, wir haben hier ein Gerät, klatschen wir mal irgendwie einen Linux-Server rein. Wird schon HTTP sprechen, mach mal irgendwie eine REST-API drauf, Security ist uns wurscht, keine Ahnung, Telnet und fertig. Ich habe einen Staubsaugerroboter, der spricht tatsächlich irgendwie XMPP. Ja, das Protokoll ist irgendwie Jabber. Das ist geil. Das ist voll gut. Da kannst du mit deinem alten iChat dran. Das ist ja mega. Ja, wirklich. Also das ist ein bisschen, also ich habe jetzt so eine man darf das S-Wort hier nicht sagen, sonst springen die ganzen Siri-Dinger rein. Ne? Ach nee, man darf es ohne Hey sagen. Man darf es ohne Hey sagen. Okay. Ich kann Siri sagen, staubsaugen, dann geht bei mir auf dem Raspberry Pi so ein ganz komisches Skript an, das heißt Sucks. Ja? Und Sucks ist ein XMPP-Gebastel, was dann den Staubsauger losfahren lässt. Funktioniert auch ungefähr 50% aller Fälle. Ich kaufe mir irgendwann mal einen Staubsaugerroboter, der irgendwie vernetzt ist, aber das gab es damals noch nicht.